Es ist die Fake Police. Fake Pol! Es ist die Fake Police. Fake Pol! Fake Pol! Ja! Wir sind auf dem Weg! On the way! On the way to take Psycho from the Bahnhof! From the Bahnhof! Yes! And where there is Bane and Batman and... Gotham is yours! And all the good crew! Bane and Batman! Warum? Naja, warum fahren nicht? Fahren Sie schneller! Wir sind genau. Im schönen Heimatort von Quert. Wohin? Links, 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 ah ja, stimmt, links. Du meinst ja, den Weg du nicht. Du musst ja was sagen. Ja, links und dann geradeaus und shit. Genau, oh mein Gott, mein Geldbeutel. Ah, das war clever, es da hinzulegen. Klar, natürlich war es clever. Was denkst du denn? Ja, genau, wir werden, schätze ich, wieder dann. When it is time, the weight of your heresy will drop the beat. Überweg, das auch gepasst hat zu Drop the Beat. Du wusstest, dass er kommt. Du wusstest, dass der Drop kommt. Ich hab's geschätzt. Oh Mann. Den musst du eher filmen. Ja genau, weil den gibt's ja noch nicht so lange. Oh, was läuft hier für fancy Musik? Das ist so Atmosphärenmusik. Atmosphäre. Du hörst nur so Wafer-Sounds. Filmst du das? Oder machst du Fotos oder was? Wie soll ich das verstehen? Da steht Aufnahme. Die Route ist berechnet. I handle things. Wo ist meine Karte? Oh. Oh, im Portemonnaie, unerwartet. So, jetzt kommt es drauf an. Ist jetzt die erste Stunde wirklich frei oder hätten wir für 10 Euro bei einem Chef was kaufen müssen? Oder er würde es immer ab der vollen Stunde abgerechnet und die hat vor 5 Uhr hier geparkt. Hätten wir das jetzt hier, können wir das hier direkt bezahlen oder hätten wir das vorher schon so gemacht? Ihr hättet vorher zum Automaten. Oh, jetzt. The moment of the truth. The truth of the 10 Euro. Das darf doch nicht wahr sein. So eben. Okay, wir schießen. Oh ja. Oh ja. Hat sie das überhaupt Geld dabei? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch für ihn, Mann. Die lünchen kurz gleich. 6,5 Stunden später. Es sind nur mehr als 5 Autos, keine Sorge. Die wir gerade alle blockieren. Die lünchen und sowas von tot. Alter, wo bleibt der? 2000 Jahre später. Geh mal suchen oder so. Los. Schnell. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh Gott. Thank God. Wo ist Arvid? Der sucht dich. Schreib ihm. Fahr erstmal durch. Alter, das ist unter der Treppe versteckt. Das war die beste Aktion. Warum hast du so lange gebraucht? Weil es versteckt ist und warum versteckt? Warum guckt ihr nicht nach, wo das Ding ist? Und dann fangen die alle an zu hupen. Ja. Ich denke mir so, scheiße. Und dann komme ich nochmal zurück, weil ich denke, vielleicht steht der irgendwo direkt daneben. Und dann sehe ich schon so, fuck, da stehen schon echt viele Leute. Da standen 10 Autos hinter mir. Ja, so. Ich weiß.
Bestimmt jetzt der zweite so hinter dem Van hat auch nicht bezahlt. Das wäre super. Rec is not a pun. Rec is short for requisitions, and it's how players are rewarded in play. Whether you're making surgical headshots in arena or dropping into a massive battle in Warzone, you'll be earning rec points. And what get do you wrecked, son. Requisition with these wonderful obliterated. Ich hoffe, man kann gute Maschine was machen. Ich dachte, du hast eventuell Hunger. Was ist das hier eigentlich? Eventuell, tun wir ihm erstmal was rein. Irgendein Auflauf oder was? Was ist das? Was gibt ist es irgendwas, was meine Mom fabriziert hat. Auflauf. Oh, das sieht gut aus. Das Sauerkraut und Wammerl. Sauerkraut. Mit ja, Mensch, sind wir denn in Bayern? Oktoberfest. Sind wir denn in Bayern? It smells very nice. Ja. Oh, wow. Brauchst du einen langen Löffel? Yes. Ich habe da mal etwas vorbereitet. Du hast keinen anderen. Silas sein Kochstudio. Sagt der Restauranttester. Ja, ist Gott, doch. Damit, was hallo. Ist hier? Vorsicht. Hallo. Er wird angerufen. Jetzt gib doch mein Handy her. Oh, Adrian. Ja. Guten Tag im Büro von. Piep. Warte mal, Marc, kannst du kurz die Musik ausmachen? Pause. Xbox mute. Xbox damit. Mute. Ah! Wo ist Mute? Chaos, Chaos! Ja. Es mutet mich, obwohl es Zeit ist! Mach doch den Controller an und mute den Scheiß! 24-Musik, wir haben nur noch 10 Sekunden Zeit! Nein! Dann gehen wir in ein Hipster-Café. In eine Smoothie-Bar. Smoothie-Bar. Und mit frozen Joghurt. Ohne TH von eine Smoothie-Bar. Smotzi! Hier ist dein Löffel. Ja, hallo. Hi. Hallo, das bin mit Pro. Ja, hattest du noch welche Pläne für heute, oder? Achso, okay. Wie geil er diesen Scheiß-Joghurt ist. Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo man einen Landliebe Sahnepudding braucht. Der Sahnepudding von Landliebe mit bester frischer Sahne. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Das ist doch keine Haarmilch, das ist Frischmilch. Ja, gut, aber dann bin ich auch nicht weiter in der Zeit verschwinden. Das ist gut, aber das ist kein alkoholfrei. Warum guckt ihr das Video? Das ist meine Musikliste drin. Das ist meine Musikliste. Die ist voll sneaky, die Musik. Weil das von Mystery of Sound oder so ähnlich heißt, der Miracle of Sound. Miracle der hat die Khatij-Stimme so genial nachgemacht. Die original Khatij-Stimme im Englischen hat der endgenial kopiert. What the fuck? Okay, we go gleich. We go gleich. Also wir müssen hinter ihnen jetzt so eine Parade animieren, ja? Ja. Die wirklich so denselben Scheiß die ganze Zeit nachmachen. Heute ist Arvid ja ein Aussätziger. Das ist nicht so eine fische Lederjacke. Im Film ist es ein Dschungel, in echt nicht. In echt ist da ein Gang durch den Dschungel von der einen Seite zur anderen. Und dann ist da auf der anderen Seite nochmal so Klippen. Und das war's. Sonst ist das nur dieser Strand. Ah, hier riecht's nach Pisse. Ganz fresh. It smells like piss. Nico, es liegt daran, weil du hast ja auch noch. I don't want to go bowling with you now. I'm looking at the city. Yes. Yes. No. Oh, the police. We are doing a documentary for Bavarian people and their lifestyle and culture. This is Mr. Beep. Mr. Beep. You are new to this country. Yes, yes. What can you say about the first impressions you are taking? I think it's very nice. The weather is a bit rainy. Rainy. Here. Yes. Yes. But I like those strange Bavarian flags. You know? Very, very strange that flags. Yes. Yes. And yeah.
very crazy buildings around here. Oh, this is their culture. The culture were always crazy. Look at this guy. He's the definition of Bavarian craziness. Please, cameraman, let me take the camera. And here, my audience will see the ultimate crazy Bavarian. Wow! And to my friends, I will take you on a journey, a crazy journey through Munich. We will drink a lot, we will do it. Those Bavarian guys don't know what they're talking about. Crazy shit is going. I'm coming from the north. Yes. And in the north is the real shit. He's the Nordman. Nordman. Olaf! 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 Und Olaf! Olaf! Na gut, dann lasst mich raten. Ihr Name lautet dann bestimmt. Ja, das ist richtig. Günther. Okay. Behind there, you can see the fish well. Fish well? The fish well. Yes. The so-called Fischbrunnen in German. And fish well. The fish well is very Why well. Why is it fish well? Isn't it not fish fountain? I don't know. Well, yeah. You're probably you right. You must tell me something. Who's this guy up there? I actually forgot. He's made out of gold. He must be very Yeah, rich. He is. I think he's semi-important. But I don't and know why. Singing in the rain. Singing in the rain. He's right. It is the perfect moment to use this fish for the rain anti-rain machine. Who blocks the rain from my head and other heads too. You can use this or you can use this fancy hat I took from the air now. Wie perfekt das aussieht. He's looking like Indiana Jones, exactly. Yeah, man. Indeed. Tatsächlich so ein bisschen mit der Jacke. Du musst so ein bisschen weiter nach hinten. No, no, it's destroying my pleasure. My hair is packed up too. Now it's titted on. It's too small for my head. He looks like a... Yes, this is looking good. So give me my umbrella. There's some awesome shot. Look how the rain is falling over the light. Yes. I see. But, oh, I see. Very what you nice. Mean. But sadly, since we have no manual, he's singing the umbrella manual song. Exposure control. It's very overexposed. Yes. The whole shot. Crazy stuff, man. This is the night. Yes. Why are you? I am recording. I'm looking like a retard now. Of course, you're looking like a retard. No, I'm not a retard. Retard. No. There's a guy who's a retard. People, what? What? You're a retard. You're what? Looking on this porn shit. I do not want to touch his ass. Yes, that's how the usual Durex products. That turn you on, yes? So, come on. Yo, guys. Wir haben Sachen gekauft. Stuff. Stuff. It's also called Bier. Jedem unserer Treffen regnet es. Und es Wahnsinn, ne? Unnormal. Und, ja, aber jetzt? Diesmal sind wir natürlich vorbereitet. Ich zumindest. Mit seinem Hommage an How I Met Your Mother Regenschirm. Yes. Und jetzt chillen wir uns noch zu ihm hier. Ja. Und gucken, ob wir MCC spielen können oder so. Oder irgendwas anderes. Oder wir machen schon einen Film. Blade Runner, um genau zu sein. Was wir machen? Ich hätte denn? Auch Moon. Ich hätte Moon auch ich Interstellar. Interstellar habe ich schon fünfmal gesehen. Nein, ich habe auch, wie nennt sich's? Event Horizon. Ist mir zu gruselig. Oh Mann. Das stimmt, das ist mega creepy. Vor allem das Handy von einem Kollegen von mir ist letztens kaputt gegangen. Und dann holt es so raus und dann ist das wie in. Wie heißt der Film nochmal? Wo die Olle aus dem Fernseher rauskommt? In The Ring. In The Ring. Und dann. Das flackert so mega und der Screen wandert so immer rauf, 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 rauf und so. Richtig, ich denke so, das Handy ist besessen, schmeiß es lieber weg. Schau mal die Verschlusszeit an. Ich rufe die Kronprinzen der Hölle aus dem Süden. Rufe ich Satan, Herrscher des Feuers.
aus dem Osten rufe ich Luzifer, Herrscher der Luft. Aus dem Norden rufe ich Belial, Herrscher der Erde. Aus dem Westen rufe ich Leviathan, Herrscher des Wassers. Kommt herbei, hört auf eure Namen, auf dass ihr unsere Wünsche erfüllt. Shem Hamforash! Genau, wir sitzen jetzt hier abendlich gemütlich noch ein wenig beisammen. Ist da echt ein Riesenaffe. Und trinken Bier. Das sind Affen im Film, ja. Alter, okay. So ist das. Das kommt definitiv ins Vlog. Alter, sind da echt Affen im Film? Ja, da sind Affen im Film. Schlägt so ein Mist mit einem Stunt. Genau, Phrasen jetzt hier noch ein bisschen Pizza. Und der Eddie hat sich ein Faxe gekauft, was er so halb bereut hat. Naja, also ich denke, für ein Starkbier ist das ein... Soll ich sie noch ein bisschen drin lassen, Jungs? Die ist so an der Grenze, man könnte sie essen. Du kannst sie noch eine Minute. Aber man kann sie auch noch gut reintun, genau. Die andere ist, glaube ich, fertig. Er hat so einen fashion Ofen zum Aufschieben, die übrigens. Ist auch nicht fertig. Ich sehe. Die sieht so labbrig aus. Die sehen beide gleich aus, genau. Ja, dann tue sie beide eine Minute. Ja, für ein Starkbier ist es, glaube ich, ein Starkbier. Oh. Aber nichts, ich glaube, es passt gerade nicht zu dem, was ich jetzt gerade brauche. Aber es tut auf jeden Fall seinen Zweck, was darauf steht. Es beschwipst sehr gut. Cover und so erinnert mich an einen Film mit Dennis Quaid. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt Dennis Quaid. Der hat in so ein paar Filmen 8 Blinkwinkel, wenn euch das... Blinkwinkel. Acht Blinkwinkel. Blickwinkel. Ich kann mir vorstellen, wie einer so einen Blinker einlegt und dann siehst du es aus 8 verschiedenen Winkeln von allen Kameraperspektiven, nee, aus dem Blinker, wie er blinkt. Da ist er auch auf einem Raumschiff. Auch irgendwie nicht alleine. Der war in so einem Kryoschlaf. Oh, ich spoiler gerade voll. Nee, das ist ja allgemeine Beschreibung. Also er war da in diesem Kryoschlaf, wacht dann auf und stellt dann fest, dass richtig abgefuckter Schissel da abgeht. Oder ich glaube, das stellt ein anderer fest, aber Dennis Quaid ist dabei. Und die stellen dann fest, dass irgendjemand Böses da auf diesem Raumschiff ist und richtig horrormäßig. horrormäßig da. Aber ich fand so geil, wie er die stellen dann fest gesagt hat. Umherschlendert. Der frisst die Krümel erstmal so. Umherschlendert. Und. Die wissen nicht, was abgeht. Aber das ist nicht trashig, das ist eher so horrormäßig und am Ende wird es halt so Survival-Art. Faxe. Wir gucken mehr. Okay, cool. Sage Event Horizon. Escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast.